So, but the next talk I can't introduce. I'm not fit of that. So for that, I call Jacob Applebaum on stage. Herzlich willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags The Price of Dissent auf dem 32. Chaos Communication Congress. Für die Introduction, Jacob Applebaum. Hallo. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, um diese Gruppe vorzustellen. Diese Gruppe Cage wurde mir vorgestellt von einem Mann, der an einem Talk war, den ich in der Schweiz gegeben hatte. Es war ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis, weil als ich diesen Talk gegeben hatte, war er ziemlich klar der einzige Muslim in diesem Raum. Er hatte einen Bart und sah anders aus als die Schweizer in diesem Raum. Und er sprach mit mir und bedankte sich für die Sachen, die ich über Drohnenangriffe, über marginalisierte Gruppen gemacht hatte, weil ein jüdischer Amerikaner, der das sagt, bringt solche Themen an ein anderes Publikum. Und wir sollten diese Themen an ein breiteres Publikum tragen. Und ich sagte, ich werde das gerne weiterhin machen. Wir müssen das weitermachen. Ich sehe das als meine Pflicht, diese Geschichten weiterzutragen. Er sagt mir, ich möchte dir eine E-Mail zeigen, das ich erhalten habe. Es war sein spiritueller Berater. Er wurde in einem Drohnenangriff getötet. Der zeigte mir dieses E-Mail von einer Person, die in einem Drohnenangriff, der von Präsident Barack Obama unterschrieben wurde, getötet. Und man kann herausfinden, wer diese Person ist. Und ich kann mich erinnern, was passiert ist. Ich habe einen Schritt zurück gemacht, einen physischen Schritt zurück, und dachte, mit all diesen Sachen, die passiert sind, mit WikiLeaks und all diesen Sachen, die passiert sind, die ganze Welt nimmt einen Schritt zurück. Und was ich getan habe, ist einen Schritt nach vorne zu machen. Ich habe mich entschuldigt und das ist, was wir tun müssen, weil hier ist eine Gesellschaft, die unter Gefahr steht, die gute Arbeit leistet. Es ist wichtig für eine pluralistische Gesellschaft, wie sie dieser CCC repräsentiert, in Solidarität mit diesen Leuten zu stehen, keinen Konflikt zu erzeugen und gemeinsam als Menschheit sowohl in der Kryptographie als auch in anderen Aspekten zusammenzuarbeiten. Personen, die jetzt in Guantanamo Bay eingesperrt sind, ohne Prozess, ohne Beweise, ihnen wurde ein Schicksal zu leid, das nicht passiert hätte dürfen. Ich möchte hier vorstellen, Mozambique, der ein Gefangener in Guantanamo Bay ist, und er kann nicht hier sein, weil er nicht aus Großbritannien hierher reisen kann, weil die Vereinigten Staaten seinen Pass beschlagnahmt haben. Mozambique ist eine Person, ein Opfer aus dem Krieg gegen den Terrorismus, und ich habe hier das Zitat auf meinem T-Shirt: Hin und wieder kann es ein Fluch sein, zu viel zu wissen. Das war ein Tweet, der Mozambique gemacht hatte, bevor er aufgrund erfundener Behauptungen in Guantanamo Bay inhaftiert wurde. Und können wir das auf den Bildschirm bringen? Diesen Tweet? Offenbar nicht. In einer Sekunde. Diese Person ist das beste Beispiel für jemanden, der komplett unschuldig ist. Und ich will nicht sagen, dass, auch wenn er schuldig wäre, dass das irgendwas würde rechtfertigen. Ist es die NSA, die verhindert, dass wir den Tweet anzeigen? Was hier klappt gar nicht. Aber er sollte die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Es gibt viele Gefangene rund um die Welt. Und die Tatsache, dass er nicht hier sein kann, ist eine fundamentale Verletzung seiner Menschenrechte. In diesem Fall hoffe ich, hoffe, dass wir hier den Tweet an den Bildschirm bringen. Immer noch Vollbild. I think your eyesight's better than mine. I've got two mics.
Ich hatte die große Freude, Mozambique besser zu kennen und werde ein paar Momente über ihn sprechen, weil wir einen Raum, während wir das hinkriegen, wir haben einen Raum voller Techies und kriegen FaceTime nicht zum Laufen. Mozam ist ein sehr, sehr enger Freund von mir. Ich freue mich sehr, ihn gekannt zu haben. Und hier ist er. Are we ready? Sind wir soweit? Wir sind soweit. Well, first of all, it's my great pleasure. Also es ist mein größtes Vergnügen, mit euch, aus der Ferne, von wo ich lebe, wo ich geboren wurde, zu euch nach Hamburg. Es ist ein bisschen bizarr, aber als ich das erste Mal in einer Videokonferenz war, war das aus der Detention Facility eines amerikanischen Gefängnisses. Und ich wurde da bizarrerweise über Video befragt. Das scheint jetzt ein bisschen unplausibel, dass die Technologie damals vielleicht noch nicht so weit war wie jetzt. Aber damals war ich schockiert, dass mitten in Afghanistan, in den Bergen, die Amerikaner diese hochwertigen Computer haben und damit mich befragen wollten. Und CIA und FBI gleich rüber bis zu den amerikanischen Staaten, die mich dort in War on Terror als feindliche Kämpfer bezeichnet hatten. Und mit allen möglichen Namen, die was alles anderes waren als menschliche Wesen. Menschen wurden nach Codierung versehen, die Sachen wie Nürnberg oder die Konvention der Vereinten Nationen immer in Frage stellen würden. Und in 2015 ist Guantanamo immer noch offen. Und ich wurde erst mit Shaka Ahmad, der aus dem Vereinigten Königreich erst nach 14 Jahren ohne Prozess zurückgehalten wurde, gefangen gehalten wurde, die er niemals gegen vorgehen konnte. Und er wurde von seinen Kindern ferngehalten und sein erster ist jetzt schon ziemlich alt und sein jüngerer kennt ihn gar nicht. Und könntet euch das vielleicht mitten im dunkelsten, darkesten Afrika oder Asien vorstellen, aber das war zwischen zwei großen Parteien, die als große Bastionen der Menschenrechte galten, den Vereinigten Staaten und den Königreich. Und die USA haben mehrere Länder im Namen der Menschenrechte invadiert. Wenn das nicht so ernsthaft wäre, wäre es lächerlich, aber es ist unglaublich, was die Regierungen machen können gegen diese Menschen. Nicht nur Terroristen. Wir verstehen ja alle, dass man sich irgendwie gegen Terrorismus verteidigen muss, aber das geht ja viel weiter, denn heute, wie ihr wisst, wird jeder Terrorist genannt. Wenn ihr vielleicht seht, dass im britischen Parlament, dass der David Cameron sagt, zum Anführer der Opposition der Labour Party, Corbyn, dass er und seine Partei eine Gefahr der nationalen Sicherheit ist und ein Apologet oder Sympathisant von Terroristen genannt wurde. Und das passierte dem Anführer der Oppositionspartei im Vereinten Königreich, der möglicherweise der zukünftige Premierminister dieses Landes ist. Und wo passen wir denn da alle rein? Und die Gesetze, die da alle eingeführt wurden gegen uns, möchte ich euch erklären, die haben uns alle betroffen, die irgendwie wollen, dass Verantwortung zugeschrieben werden kann. Und das ist der Preis des Dissens. Der Preis ist nicht nur, dass man von der Presse als böse dargestellt wird, sondern dass man halt auch von der Justiz inhaftiert wird, ohne irgendwelche Prozesse, und man gefoltert wird und degradiert und nicht wie ein menschliches
menschliches Wesen behandelt wird und die Kommunikation mit deiner Familie sinnlos wird, weil ich meine Briefe ein halbes Jahr später bekomme, dass ich, wenn ich entlassen wurde, wieder detained werde, dass ich in irgendwelchen Flughäfen des Landes wieder verhaftet werde nach dem Terrorism Act und die quasi mit mir machen können, was sie wollen, was zum Beispiel mit dem Partner von Glenn Greenwald gemacht wurde, als er wichtige Informationen nach Großbritannien gebracht hat. Unter dem Namen der nationalen Sicherheit, womit Glenn Greenwald und sein Freund natürlich nichts zu tun hatten. Und sie mögen sagen, dass sie eine Minderheit einer Minderheit von Muslimen angreifen, die sich mit Terrorismus befassen, aber in Wirklichkeit, wie ihr seht, geht es um die Muslime und dann alle, die dagegen sind, wie bei Corbyn und der Labour Party und allen anderen, die Dissent aussprechen, sehen kann, die dann alle als Terroristen abgesprochen werden. Und die Gesetzgebung, die der Secretary of Home unterschrieben hat, und zusammen mit einer Vielzahl von Gesetzen dieses Landes, jetzt sagen, dass mit den neuen Kräften, die Regierung jetzt hat, dass die Browsing History von allen Menschen in Großbritannien von den Sicherheitsdiensten aufgenommen werden können und die besuchten Webseiten alle aufgelistet werden dürfen, ohne dass es irgendjemand weiß. Wenn ihr das übersetzt in nicht technische Termini, heißt das, dass sie dein Haus betreten, alles wegnehmen, jedes Dokument, das du jemals hattest, ohne dass sie dafür irgendwelche Prozesse oder Beweise für bräuchten und euch dann für ein Jahr oder mehr verhaften könnten und ihr könntet da nichts gegen tun, einfach weil das im Cyberspace stattfindet. Das wird die Regierung so sagen. Das haben wir auch so, weil Menschen ruhig geblieben sind. Also im besten Falle oder das halt im schlimmsten Falle noch gut geheißen haben, dass solche Gesetze durchgebracht werden, die vor allen Dingen auf Muslime zutreffen. Als ich Guantanamo wiederkam, nach 3 Jahren, wurde mein Reisepass eingezogen und ich wurde nach dem Royal Prerogative, das heißt, in unserer Demokratie in Großbritannien gibt es, dass die Königin entscheidet, mit der Macht, die in den Home Secretary erteilt wurde, dass dein Reisepass von dir entzogen werden kann für unbestimmte Zeit. Und das wurde mit geheimen Beweisen gemacht, mit Beweisen, die du im Gericht einfach nicht angreifen kannst. Das habe ich schlussendlich geschafft und wieder zurückgekriegt, aber ich kann jetzt irgendwo hinreisen und wieder zurückreisen, ohne dass ich wieder verhaftet werde, wenn ich wieder in Großbritannien bin. Und sogar wenn ich Beweise in Gerichtsprozessen und Tribunalen eingereicht habe, beispielsweise in Kuala Lumpur, gegen Bush und Blair, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurden, wenn ich zum Europäischen Parlament ging, wo es um Auslieferungsprozesse der Amerikaner ginge, in denen sie Komplizen waren, oder wenn es in Prozessen in Pakistan, Libyen, Syrien war und er entdeckte, dass es dort Aufklärungsfirmen gibt, die zusammen mit den Regimes der USA und der UK zusammenarbeiten. In allen diesen Fällen war es für mich normal, am Ankunfts- und Abflugflughafen angehalten und aufgehalten zu werden. Und auf einem Trip, als ich von Südafrika nach Hause kam, haben die Behörden entschieden, mir mein Passport ein zweites Mal wegzunehmen, ohne eine Erklärung
und ein Prozess ohne irgendeine Möglichkeit für mich, die Beweise einzusehen. Aber es geht weiter. Ich wurde dann festgenommen, weil ich beschuldigt wurde, Finanzmittel nach Syrien verschafft zu haben. Und was ich getan hatte, war, ich hatte einen Stromgenerator für syrische Rebellen zur Verfügung gestellt. Und deswegen wurde mein Haus durchsucht. Mein Heim war unbewohnbar. Meine Kinder wurden in verschiedene Heime aufgeteilt. Ich wurde als ein Kategorie 8 Gefangener in einem Hochsicherheitsgefängnis für 8 Monate gehalten, nur um am Ende als unschuldig freigelassen zu werden. Und während dieser Zeit, als ich im Gefängnis war, wurden meine Mittel eingefroren. Cage, die Organisation, von der ihr mehr werden hört, hatte ihre Bankkonten geschlossen, meine Bankkonten wurden geschlossen, jede meiner Frau, meiner Kinder wurden alle geschlossen. Ohne eine Möglichkeit, dass ich einen Rekurs machen konnte. Und ich versuchte, eine Möglichkeit zu finden, wieso? Was hatte ich diesen Regierungen getan? Ich war niemals in den USA, aber die USA kamen zu mir und nahmen mich aus meinem Haus in Pakistan und brachten mich in ihr berüchtigtes Gefängnis. Und seither hatten sie in keinem Weg gezeigt, wie ich ihnen geschadet hatte, außer in einem Weg, in dem ich Gerechtigkeit und Rechtsnachvollziehbarkeit gefordert hatte. Und niemand darf über dem Gesetz sein und niemand darf über der Rechenschaft sein. Und wenn man herausfindet, dass seine eigene Regierung kompliziert war in psychischem und physischem Missbräuchen der eigenen Bevölkerung, und wenn man sowas nachweisen kann, dann ist man verpflichtet, die Wahrheit aufzudecken, auch wenn sie das nicht wollen. Und das ist der Preis des Widersprechens, den wir hier bezahlen. Und Dinge werden von schlecht zu schlechter gehen. Und obwohl wir uns Feinde gemacht haben, was Regierungen angeht, wie wir wissen, Menschen sollten nicht verängstigt sein von ihren Regierungen. Regierungen sollten Angst vor ihren Bürgern haben. Und in dieser Ansicht haben wir so viele Alliierte gefunden, die unsere Vision unterstützen. Cage hat sich entwickelt von einer Organisation, die dieses Ziel unterstützt, von einer Organisation, die die Rechte von Gefangenen in Guantanamo unterstützt, zu einer Organisation, die die Rechte aller unterstützt. Und zwar die Rechte aller, die sich einsetzen in diesem sogenannten Krieg auf den Terrorismus und denen jegliche Rechtsmittel entzogen werden. Bevor ich abschließe, was wirklich wichtig ist, wir sind in einer neuen Ära, in einer Ära, in der die meisten von uns nicht verstehen, wo wir reinpassen. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Wir wissen nicht, was mit der Technologie passiert, die sich verändert. Aber ich will euch eine Idee mitgeben, die für euch sehr relevant sein wird. Während meiner Verhöre in dem Gefängnis in Afghanistan in 2002, wurde ich vom CIA gefragt nach einem Passwort für ein Verschlüsselungsprogramm, das ich benutzt hatte, namens PGP, Pretty Good Privacy. Das Programm war neu für mich. Ich hatte die Details der Operation nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt und hatte es ein paar Mal verwendet. Die britische Polizei, während ich in dieser Detention Facility war, nahm meinen Computer, gaben die Informationen, die sie gesammelt hatten, den Amerikanern in Bagram weiter. In Bagram kam der CIA auf mich zu und sagte mir, wenn du uns dieses Passwort nicht gibst, dann könnten dir schlimme Dinge passieren. Und ich hatte erklärt, was für schlimme Dinge in Bagram passieren konnten. Ich
Ich kam in Bagram, hatte ich vom Fall gehört, von einem Mann, der erklärt, wieso wir hier sind, wo wir sind. Der CIA sagt, wenn du nicht kooperierst, dann werden wir dich nach Ägypten schicken, wie das jetzt an Scheich passiert ist. In Ägypten wurde dieser Scheich vom Intelligence Chief von Hosni Mubarak gefoltert und gezwungen, ein falsches Geständnis zu liefern. Und das zweite falsche Geständnis, das er machen musste, war, dass er zusammengearbeitet hat mit Saddam Hussein in Massenvernichtungswaffen. Und das wurde dann vor dem UN-Sicherheitsrat als genug Beweise angeführt, um den Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen. Und das haben sie dann auch gemacht und der Rest ist Geschichte. Und in dieser Zeit haben sie mir dann halt gesagt, dass sie mich entweder nach Ägypten oder nach Syrien geschickt haben, wie sie es mit Sheikh al-Dibni gemacht haben. Und wieder, sie haben auf meinen Laptop gesehen und da waren unschuldige Bilder meiner Familie. Das wurde vor meinem Gesicht geschüttelt und wurde gesagt, wenn ihr mit uns nicht kooperiert, was passiert dann mit deinen Kindern? Was meinst du? Meinst du, du wirst sie jemals wiedersehen? Und während sie das gemacht haben, habe ich das Geräusch einer schreienden Frau im Käfig nebenan gehört und ich musste glauben, dass meine Frau gefoltert wird. Und wie ihr seht, ist es sehr wichtig, dass die Verschlüsselungsprogramme, die ich und Cage versuchen zu lernen, irgendwie überall implementiert werden. Nicht damit, weil wir irgendwas zu verstecken haben, sondern weil wir wissen von anderen Leuten, die jetzt wirklich Erfahrung in Folter haben, dass jede Information, die sie haben, gegen dich benutzen werden, selbst wenn es die unschuldigste ist. Ich weiß, dass es ein Bild des Papstes war, der in meinem Memory Cache drin war, von einer BBC-Webseite. Und als sie den entzogen haben, haben sie gefragt, warum hast du ein Bild des Papstes hier? Weil du irgendwas Böses gegen ihn vorhast? Und so war das am Ende einer der lächerlichsten Gründe, warum ich in Guantanamo Bay länger blieb. Aber am Ende möchte ich euch allen danken, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr Cage zuhört und uns helft und uns die Möglichkeit gibt, zu erklären, was wir für unseren Dissent bezahlen mussten. Super, das war Mosambik, ein sehr guter Freund von mir, der mich meiner Frau vorgestellt hat, also ich verdanke ihm vieles. Mein Name ist Kerry Bullivan, ich komme von Cage. Ich habe mich Cage angeschlossen, nachdem ich in der UK mit geheimen Beweismitteln 2 Jahre gehalten wurde, 6 Monate davon in Belmarsh. Der Prozess gegen mich war geheim. Niemand hat mir je einen Grund angegeben. Und obwohl ich jetzt unschuldig gesprochen wurde, hat mir nie jemand gesagt, wieso, dass ich 2 Jahre unter Hausarrest gestellt wurde und 6 Monate im Gefängnis verbringen musste. Tut mir leid, dass ich nicht auf die Folien warten kann. Wir sind ein bisschen spät unterwegs. Nach 1,5 Jahren und unter Hausarrest, wo ich das Haus nicht verlassen wurde, außer ein paar Stunden pro Tag, und die Polizei anrufen musste, wenn ich das Haus verlassen wollte, die Polizei anrufen musste, wenn ich zurückkam, eine Fußfessel trug. Eigentlich die Verhältnisse, die man hört aus Ländern wie Burma, nach 1,5 Jahren hatte ich genug davon. Ich konnte damit nicht mehr umgehen und habe entschieden, dass das Beste für mich war, wegzulaufen und zu versuchen, das Land zu verlieren, zu verlassen. Und
Ich versuchte, das Land zu verlassen. Ich versuchte, mich zu verstecken. Ihr seht hier ein Wanted-Bild von mir. Habt ihr diesen Mann gesehen, als ich noch Haare trug und eine Weste anhatte? Es gibt Leute, die nicht unbedingt gebaut sind, um eine Weste zu tragen, und ich bin einer davon. Das gesagt, nach ungefähr 6 Wochen unterwegs auf der Flucht, gab es die unabhängige Untersuchung des Terrorismusgesetzes bei einem Lord, und wir konnten nicht, die Regierung sagte nicht, um was es genau ging. Ich wurde freigesprochen, und wegen dieser Erfahrung, weil ich das selber erfahren musste, fing ich an, mit Cage zusammenzuarbeiten. Wieso mit Cage? Wieso nicht mit jemand anderem? Es gibt viele Menschenrechtsgruppen, wieso nicht jemand anderes? Meine Mutter hatte mich während dieser ganzen Zeit immer sehr gut unterstützt, als ich mit versteckten Beweisen im Prozess war. Und sogar als ich im Gefängnis war, ging sie zu den großen Menschenrechtsorganisationen, die auch teilweise hier vertreten sind. Und keine davon war willens, sich meines Falles anzunehmen. Und obwohl sichtbar war, dass der Prozess nicht eingehalten wurde, obwohl es Fehler gab, wollte keine dieser Organisationen meinen Fall anrühren, weil es sich um Terrorismus handelte. Diese Fälle schauen oftmals ziemlich schlecht aus. Nachdem ich rauskam, fand ich heraus, dass die einzigen Leute, die sich diesen Fällen annehmen, die etwas sagen dazu, Cage waren. Cage ist basiert auf Prinzipien, nicht weil etwas trendy ist oder in ist, nicht weil sie etwas in den Medien sehen. Cage nahm aktiv Fälle, die nicht populär waren, weil das genau diese Fälle sind, die die meiste Hilfe brauchen. Das sind Fälle, in denen wir die Rechte aller Menschen verteidigen können. Und wenn wir nicht diese Rechte verteidigen können, dann können wir die Rechte keiner verteidigen. Cage hat also eine Webseite angefangen. Damals war es cageprisoners.com. Und hier ist ein wunderschönes Zitat eines unserer Direktoren. Cage hat existiert, um die Mainstream-Medien zu umgehen, die nicht berichten wollten, was in Guantanamo Bay passierte. Die nicht darüber berichten wollte, was den Menschen in Guantanamo Bay passiert. Und den Massen Daten zu geben und die Berichterstattung, um diese Fälle zu ändern. Die große, große Mehrheit, irgendwas um die 97% der Fälle der Personen, die in Guantanamo gehalten wurden, wurden später ohne Verfahren und ohne Beweise freigelassen. Die saßen bis zu 14 Jahre. Und was wir sehen, ist, dass die Muslime und die verdächtigte Gemeinschaft, das sind wie Kanarienvögel in Minen. Die Menschen, die sich vor Terrorismus fürchten, werden Kontrollmaßnahmen leichter akzeptieren, die diese Menschengruppen zielen. Solange es nur die komischen braunen Menschen mit Bärten sind, wenn wir sehen, doch was diesen Menschen passiert, das wird sich nicht auf diese Gruppe beschränken. Das wird später auch die ganze Gesellschaft betreten. Es fängt an mit Aktivisten, mit Dissidenten, die gezielt werden. David Miranda, die Juristen für Julian Assange und Edward Snowden, die wurden unter der Terrorismuslegislatur angegriffen. Es ist sehr wichtig, dass ich diese Beispiele erwähne, weil Journalisten und Juristen nehmen eigentlich sehr geschützte Rollen in der Gesellschaft wahr. Rollen, die Menschen Rechenschaft ablegen lassen. Und wenn man diese Rollen nicht mehr privilegiert sieht, dann wird das eine sehr gefährliche Rutsche werden. BBC wurde getroffen unter Antiterrorismus-Legislation. Auch The Guardian hatte Probleme damit. Was wir sehen, nach 14 Jahren War on Terror, sind wir sicherer, wenn wir die Welt jetzt angucken und sie vergleichen mit 2001? Gibt es weniger Terrorismus? Schlafen wir besser? Ich denke es nicht. Ich denke, es ist eine ziemlich klare Tatsache. Wenn wir die empirischen Beweise anschauen, die
die Umstände, die Menschen in den Krieg treiben. Es sind Guantanamo Bay, Drone Strikes, andere Angriffe. Wir haben Rufe von Hypokrisie. Der Westen sagt, er verteidigt seine Freiheiten, aber die Taten sind anders. Und genau wegen dieser Diskrepanz ist Cage nötig. Die Magna Carta, das ist ein 800 Jahre altes Dokument, wo drinstehen soll, was in Großbritannien die Basis des Rechts ist, ist auch Teil der Verfassung in Amerika, ist da eingefasst, nicht in der, im Vereinigten Königreich, aber das ist so 800 Jahre alt und das ist der wichtigste Artikel davon ist immer noch wichtig. In Großbritannien, und vor allen Dingen, ich versuche da nicht ganz so sehr darauf zu fokussieren, ihr seid ein sehr internationales Publikum, aber britische Muslime, die britische Werte akzeptieren, also dieses ideale Set, das wir repräsentieren sollen. Und gleichzeitig wird uns als Muslime in Großbritannien gesagt, dass wir nicht britisch genug sind, dass wir dieses Set der Regierungslinie nicht genug folgen. Von allem, was ihr bisher gehört habt, was ich über euch Geheimgericht und so weiter und geklärt habe, dass das alles aus dem Fenster geschmissen wurde, bringt uns zu den Kernprozessen, die Cage aufrechterhalten will. Zum Beispiel einen richtigen Prozess zu bekommen. Jeder hat ein Recht auf einen fairen Prozess. Wir müssen diesen Kreis der Gewalt beenden und wir sind nicht durch Zufrieden in Nordirland gekommen, durch mehr Bomben, sondern durch Verhandlungen und Gerechtigkeit für alle Seiten. Und wir wollen Macht geben, und den Macht für die Machtlosen, eine Stimme für die Stimmlosen, für alle, die nicht die Gelegenheit bekommen, zu sprechen. Okay, und was war das, der Preis der Dissent für Cage? Was mussten wir dafür bezahlen? Das ist ein Shop. Einige, die zu dieser Konferenz kommen, das ist von 3 Tagen her, als sie nach Hamburg fahren, wurden sie von der deutschen Polizei für mehr als 3 Stunden aufgehalten, wurden über diese Stunde Konferenz ausgefragt, was sie hier machen wollen. Und die Deutschen haben gesagt, wir machen das nur, weil die Briten uns das gesagt haben. Wir haben geguckt, was diese Do-Not-Load-Dinger heißen. Das heißt, dass die Briten nicht genau wussten, ob sie uns überhaupt zu dieser Konferenz lassen wollten. Das haben sie auf diese Taschen gemacht, im letzten Moment, um zu entscheiden, ob wir sie gehen lassen wollen. Trotzdem haben sie versucht, einfache Kommunikation wie diese zu blockieren. Das zeigt, dass der Preis des Dissent halt ziemlich hoch ist. Also, Cages Bankkonten wurden seit Anfang 2014 geschlossen. Mawsam hatte seine Konten geschlossen. Ich, unsere Familien hatten unsere Konten geschlossen. Wir mussten auf die Konten anderer Leute ausweichen. Und wir sind dann Supergesellschaft von WikiLeaks. Und da sind wir ganz froh drüber. Ich möchte etwas ganz klar machen. Wir werden nicht darüber stöhnen, dass wir diesen Preis zahlen müssen. Alles, was wir hier sagen, ist nichts, wo wir nichts sagen konnten. Klar, wussten wir nicht. Wir können nicht die Menschen an der Macht angreifen, ohne dass wir irgendwas zurückkriegen. Und das sage ich dir euch jetzt, aber ich sage auch, es ist okay. Das ist ganz nett. Wenn ihr so wollt, dann kommt her. Die größten Sponsoren von Cage waren die Roddick Foundation. Danke. Und der Roundtree Trust, die Cage unterstützt hatten. Und die Kommission kam rein und hat gesagt, ihr könnt sie nicht unterstützen. Und es soll eine unabhängige Organisation sein. Also haben wir sie vor Gericht gestellt und gesagt, also guckt, ihr seid unabhängig. Das sind Wohltätigkeitsorganisationen, die Freedom of Speech unterstützen und ihr wollt die blockieren. Das ist nicht das, was ihr machen dürft. Und als wir da reinkamen, kamen wir Zugang zu sehr vielen E-Mails
mit Cage zu tun hatten. Und dann hatten wir herausgefunden, dass der Kopf der Commission, Sir William Shawcross, der später nochmal kommt, von den Amerikanern gesagt bekam, in seinen eigenen Worten, in seinen eigenen E-Mails, dass sie Druck auf Cage ausdrücken müssen, um das Funding zu stoppen. Und es wurde eine riesige Barrage von Attacken aus vom rechten Flügel ausgerichtet. Zum Beispiel, ja, ihr erwartet, dass der Military Industrial Complex und Murdoch hinterherkommt. Aber das war nicht bei Murdoch Media, das war der Premierminister von Großbritannien, der uns direkt genannt hat. Zum Beispiel der Studentenunion gesagt hat, dass sie sich schämen sollten, mit Cage zu tun zu haben. So weit ist es bisher gekommen. Sie sind immer noch hinter uns her. Das hier ist unsere Schurkengalerie von mittelalten weißen Männern, die uns nicht mögen. Zum Beispiel David Cameron, der Premierminister. Das ist nicht Pigmolester, Schweinebelästiger, sondern Premierminister, wisst ihr? William Shawcross, der, wie ich gesagt habe, der Chef der Wohltätigkeitskommission ist, ist auch im Herz des Establishments ein Kern von Neocons, die Cage angreifen und auch mich personal. Lord Carlyle hat behauptet, dass die Verweise gegen mich solide sind. Obwohl, wenn ein Jurist das nach 2,5 Jahren endlich einsehen konnte, gab es nicht mal einen Grund für Verdacht. Es gab niemals einen richtigen Grund für Verdacht und ich habe nie etwas falsch gemacht. Ich hatte nie was mit Terrorismus zu tun. Und der Burden of Proof, den diese Leute bringen müssen, was nicht geht, wenn sie nur geheime Beweise haben, das müssen die aber tun. Und der Burden of Proof ist, dass es genug Grund gibt, die Leute auf der Straße anzuhalten und zu durchsuchen. Und wir spielen ein kleines Spiel. Hebt ein bisschen eure Hand. Macht ein bisschen mit. Wie viele von euch haben die Bankkonten geschlossen ohne Grund? Es ist ein paar. Aber die meisten sind unten. Bei uns ist das überall passiert in der muslimischen Gemeinschaft. Ich kenne zwei Arbeiter in der Organisation, ich, Mosambik, und das passiert in einer großen Reichweite von Gruppen und sehr vielen davon. Und vielen von euch wurde ohne Grund der Reisepass weggenommen und kein Prozess dafür gegeben, das wieder zurückzugeben. Als ich in der UK war, passiert das immer und immer mehr in der muslimischen Gemeinschaft. Meins wurde weggenommen mit dem Royal Prerogative. Mosambiks wurde zweimal weggenommen. Mein Nachbar in Birmingham hatte seinen weggenommen. Und ich weiß persönlich 40 oder 50 Leute, denen das passiert ist. Wie viele von euch wurden davon abgehalten, ein anderes Land zu betreten? Für keinen Grund, ohne Grund. Okay, wieder ein oder zwei. Cage-Mitglieder wurden aus einer recht interessanten Liste, zum Beispiel aus der Türkei, die haben entschieden, dass die Schlafsäcke, die ich da Flüchtlingen geben wollte, viel zu gefährlich waren und die damit ja bestimmt zurück nach Großbritannien gehen würden. Das wäre ein interessanter Trick gewesen. Und wie viele von euch wurden in ihrem eigenen Land für bis zu 6 Stunden festgehalten worden? Das ist mir zum Beispiel oft passiert. Das ist zum Beispiel, wie diese Legislation sehr gefährlich ist, was halt auch mit David Miranda passiert ist. Wenn du die Liste der Rechte anguckst, die du nicht hast, wenn du das Land betrittst und austrittst, meine tolle Ehefrau kommt aus Amsterdam und ist holländisch und ich musste öfter mal hin und das heißt, dass ich ziemlich schnell geschlagen werde. Nun, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, muss ich da durch. Und nicht nur ich, das sind 60.000 Leute im Jahr,
Sie wurden von dieser Legislation getroffen, ohne irgendwelche Gründe. Wir haben hier so ein Leaderboard, wer das am oftesten gestoppt wurde und durchsucht wurde. Und das ist die Zukunft, das ist richtig bedrohlich und das werden wir sehen, dass es anfängt. Wie viele von euch wurden die Kinder wegen euren politischen Gedanken oder Glauben weggenommen? Das ist eine schreckliche Aussage. Schon die Tatsache, dass wir sowas sagen können, ist schrecklich. Wir wurden gewarnt, dass jeder Verwaltungsmitarbeiter die Aufgabe wahrnehmen muss, um auf Gesellschaften auszuspionieren. Und dass es möglich sein kann, dass Kinder aus Familien weggenommen werden. Es ist passiert und es scheint weiterhin zu passieren. Cage behandelt momentan 8 solcher Fälle, in denen Kinder von Familien weggenommen wurden. Es gibt 360.000 Arbeiter im öffentlichen Sektor, die darauf trainiert wurden, Zeichen von Radikalisierung zu erkennen. Solche Zeichen von Radikalisierung wurden in diesem Jahr um 500% mehr beobachtet. Die Ausbildung, die diese Arbeiter erhalten, dauert 1,5 Stunden. Das ist ein Video. Und eine 1,5-stündige Fragesession über eine Religion, die 1400 Jahre alt ist. Und damit müssen sie erkennen, was ein Radikaler ist. Und das ist eine verängstigende, schreckliche Entwicklung in diesem War on Terror. Und da werden wir später darauf zurückkommen. Das überspringen wir, das habt ihr gehört. Das hier ist, wir versuchen hier nicht Angst zu verbreiten und wir werden nicht schweigen in diesen Fällen. Wir werden weiter sprechen, wir werden weiter aufzeigen, was passiert, weil es ist eine Verpflichtung für uns, die Wahrheit über Personen an der Macht zu sprechen. Und das werden wir weiterhin so tun, wie wir das taten, als wir die erste komplette Liste von Leuten hatten, die in Guantanamo Bay gehalten wurden. Wir werden weiterfahren und uns gegen Macht aussprechen, als wir aufgezeigt haben, dass der CIA mitarbeitet, Personen auszuliefern. Wir werden weitermachen, was wir getan haben, wenn Mossam die Sicht auf Guantanamo verändern können. Wir werden weiterfahren, was wir aufzeigen konnten mit den schwarzen CIA-Gefängnissen. Und wir werden weiter die Wahrheit aufdecken in Ländern wie Abu Dhabi, die geheime Gefängnisse haben. Und hier zeigen wir euch die Botschaft, weil in Schrittnähe seiner eigenen Botschaft in Abu Dhabi ein Mann festgehalten wurde und die Botschaft nichts davon wusste. Cage macht in diesem Bereich Pionierarbeit. Wir haben eine Petition, die von über 300 führenden Akademikern in den UK unterschrieben wurde, eingeliefert. Wir zeigen auf, wie gefährlich solche Entwicklungen sind. Und hier zeige ich euch jemanden, der denselben Punkt macht, nämlich das, was der muslimischen Community passiert, der ganzen Welt passieren kann. Cage war involviert in der Freilassung einiger Gefangener in Guantanamo. Und was das heißt, besonders mit dem südafrikanischen Regierung jetzt, wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit, darauf, dass wir Leute aus verschiedenen Situationen, in denen sie ungerechterweise festgehalten wurden, wie zum Beispiel Alan Henning. Eine Sache, die ich über ihn immer sage, er wurde aus seinem Konvoi festgenommen, er wurde ohne Anklage oder Prozess festgehalten und vom IS getötet. Und wir stehen dagegen und wir haben uns dafür eingesetzt, dass er freigelassen wird und haben das im Versteckten getan. Und dasselbe haben wir für andere Menschen wie Norman Kemper getan. Und für uns spielt es keine Rolle, ob man der IS ist und Menschen entführt oder die CIA ist und Menschen entführt. Entführen ist immer falsch und man sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Give me 2 seconds. And earlier on this year we won a landmark case against the ein ausschlaggebendes Gerichtsurteil gegen eine Charity Commission in UK gewonnen, die versucht haben, unsere Spenden einzustellen. Wegen dem Publikum hier möchte ich natürlich auch kurz über Informationssicherheit sprechen, und zwar über die Bedrohung, die wir als Organisation sehen, wenn wir Regierungen und Sicherheitsdienste zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir alle diese verschiedenen Organisationen zur Rechenschaft ziehen, dann wissen wir, dass die Menschen, die uns auszuspionieren versuchen, die unsere E-Mails durchsehen, dass das von den gefährlichsten Menschen sind, die es gibt in diesem Bereich. Und das hier ist ein Brief von Jason Leopold vom CIA, den wir als Antwort auf einen Freedom of Information Request erhalten haben, ob wir ausspioniert werden. Wir haben nicht viele Infos bekommen. Informationssicherheit ist für unsere Arbeit aber etwas am wichtigsten. Es schützt unsere Ressourcen, es schützt uns selber. Tor ist der Standardbrowser, den wir in unseren Büros einsetzen. Wir haben erkannt, dass wir eine Tor-Tour machen müssen. Klingt super. Wir müssen die Gemeinschaften dazu bekommen, dass sie verstehen, was Tor macht und dass sie es öfter einsetzen. GPG verwenden wir für alle unsere interne Kommunikation. Wir benutzen Signal, den Messenger, der, ich muss das erwähnen, der so viel gute Arbeit leistet. Cage könnte nicht existieren ohne diese Tools, die es uns ermöglichen, mit unseren Klienten zu kommunizieren, mit denen wir Informationen leaken können, die geleakt werden muss. Ich möchte mit einem Dankeschön schließen. Ich danke den Überlebenden, ich danke allen diesen, die uns unterstützen. Und ich möchte euch in der Community danken, in Communities wie Tor, wie Signal. Ohne eure Arbeit wäre es uns unmöglich, diese Arbeit zu machen. Wir würden umfallen. Die Werkzeuge, die ihr baut, die ihr entwickelt, die retten Leben. Vielen Dank. Okay. So now we're going to, if you want to exit, also if you want to exit, now would be a good time, but we're going to, wenn ihr rausgehen wollt, ist es jetzt gut, aber wir machen ein Q&A. Bevor ihr rausgeht, wollte ich nochmal sagen, was vielleicht das Netteste ist, aber es ist wichtig. Jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, dass ihr es nicht wusstet. Und jetzt könnt ihr auch versuchen, es zu ändern. Also wenn es eine Frage gibt, kommt bitte zu dem Mikrofon. Das ist, glaube ich, eine wirklich einzigartige Chance, mit Leuten zu reden, die wirklich mit der InfoSec-Community zu tun haben sollten, mit dieser Konferenz. Und der CCC hat 30 Jahre lang darüber nachgedacht, wie wir zusammenkommen können. Und das ist wirklich großartig. Heißt ihn willkommen, integriert ihn, redet mit ihm im Teehouse, redet mit ihm und kommt zum Mikrofon, um ihn Fragen zu stellen. Es wird sehr wert sein. Hast du eine Frage? Ja, vielen Dank für den Talk, weil wir es immer wussten, dass Leute spioniert wurden, aber das in unseren eigenen Nachbarländern passiert, ist schon echt schockierend. Und da du Tor und GPG und so weiter benutzt, hast du irgendwelche Fehler festgestellt? Zum Beispiel, dass die Regierung Sachen wusste, die sie nur darüber hätten wissen können? Bislang haben wir keine Fälle, in denen wir offensichtliche Fehler in diesen Produkten gefunden haben. Aber ich denke, wenn es dort etwas gäbe, dann würden sich die Regierung auch zurückhalten, die Beweismittel so zu verwenden, dass wir das entdecken könnten. Aber bislang haben wir keine Beschwerden, und wenn wir das hören würden, würden wir uns melden. Eine Frage aus dem Internet. Ja, was können wir machen, um die Balance zwischen
Terrorismusbekämpfung und Privatsphärenverteidigung. Was wir tun müssen, ist, wir müssen uns daran an unsere Grundwerte erinnern und an unsere Grundprinzipien über die Rechtsstaatlichkeit. Und jedes Mal, wenn wir uns in ein Überreagieren bewegen, dann machen wir die Sache schlimmer, nicht besser. Und das selbst ist schon ein selbstlösender Ansatz für diese Probleme. Wir brauchen diese Antiterrorismus-Legislative nicht unbedingt. Die Iren beispielsweise waren viel bessere Terroristen, als es Muslime jetzt sind. Sogar jetzt sehen wir, dass gemäß Reports vom FBI und Interpol bis 98% vom Terrorismus hat nichts mit Islam zu tun. Wir müssen also einen realistischen Approach nehmen und das Ganze nüchtern angehen. Mikrofon 6, bitte. Hallo. Also, ich würde gerne fragen, eure Bankkonten wurden geschlossen und blockiert und das ist ein Use Case für Bitcoin und ich habe mich gefragt, habt ihr es benutzt? Habt ihr da Gründe für es nicht zu benutzen? In einem weiteren Sinne. Persönlich, ich bin kein großer Techie. Ich habe mich ein bisschen mit Bitcoin befasst und es ist etwas, das Cage sich auch damit befasst hat. Aber einer der Hauptgründe, der uns zurückgehalten hat, sind die Marktfluktuationen. Soweit ich verstehe, und ich sage, es ist nicht meine Expertise, mit dem Fluktuieren des Wertes kann es ziemlich herausfordernd sein. Es gibt organisatorische Herausforderungen, das einzusetzen. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall an und hier hinzukommen ist für uns sehr wertvoll, weil wir brauchen eure Expertise, euren Input, euren Rat in solchen Sachen. Mikrofon 1, bitte. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Das ist wirklich großartig. Um dann mal auf euren Rücken zu krabbeln, wir Gemeinschaft, wir müssen uns das anhören. Nicht nur, weil wir euch irgendwie helfen könnten oder so. Das ist ja wirklich großartig, dass ihr das tut. Sondern, dass zum Beispiel andere Organisationen wie Cage nicht in den UK sind. Wie können wir die denn unterstützen und denen dieselben Sachen unterstützen? Es gibt viele wirklich, wirklich gute Organisationen, die ähnliche Arbeit machen wie wir. Beispielsweise in Frankreich. In Frankreich hat die Legislative völlig übertrieben, ist im Hyperdrive-Modus. In über 2 Tage hinweg haben sie rund 400 Personen unter denselben Gesetzen verhaftet. Dort wird auch bereits unter dem höchsten Gericht angeschaut, ob es möglich ist, Personen wie in Guantanamo Bay zu inhaftieren. Wir müssen also damit rechnen, dass es Guantanamo Bay-artige Camps in Europa geben könnte. CCIF ist die französische Organisation, die das tut. Bedeutet ungefähr einen Stand gegen Islamophobie, gemeinsam gegen Islamophobie. Es gibt auch diverse Organisationen, beispielsweise in den Niederlanden. Alan Duffy in Den Haag ist großartig in solchen Angelegenheiten. Es gibt also ziemlich viele solche Dinge. Am besten kommst du nachher vorbei und dann gebe ich dir gerne eine Liste. Mikrofon 2, bitte. Erstmal. Dank. Das macht ihr echt krass, was ihr da macht. Also vielen Dank. Now, das Ding ist, nobody likes abuses and niemand, der irgendwie richtig denkt, könnte
dass das irgendwie okay ist, nach Guantanamo abgeführt zu werden oder sowas. Aber da ist diese verrückte Angst über Terrorismus nach diesen jüngsten Angriffen. Was denkt ihr, was könnte die Sicherheitsgemeinschaft oder ihr Leute da machen, um Terrorismus zu bekämpfen? Weil, okay, wir verhindern Missbrauch, das ist gut, aber diese Dinge passieren trotzdem und ich habe da persönlich Angst vor. Wir sind alle verängstigt vor der Gefahren, die es mit sich bringt. Und gleichzeitig müssen wir auch sicherstellen, dass wir einen balancierten Ansatz finden. Wir müssen einen Ansatz finden, der dem entspricht, was passiert. Die Angriffe in Paris waren schrecklich und niemand würde sowas verneinen. Aber Statistiker und Doktoren, die Friedenspreise gewonnen haben, können Tausende von Toten in ihren eigenen Ländern bestätigen. Wenn wir diesen Krieg gegen den Terror abschließen wollen, müssen wir Gerechtigkeit für alle Menschen erreichen. Und dazu müssen wir realisieren, dass wir unsere eigenen Privilegien verstehen. Sowohl die westlichen als auch die Leben in der östlichen Welt. Und das kann es nicht geben, solange einfach mir nichts, dir nichts, irgendwo im Nahen Osten Bomben abgeworfen werden. Das ist falsch und sowas kann nicht passieren. Die entsprechende Verfolgung passiert in Irland, passiert in Südafrika. Nelson Mandela war mit Bombenangriffen involviert. Und wir müssen uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen und nicht vergessen, was mit der Geschichte jetzt passiert. A question from the internet, please. Eine Frage aus dem Internet, bitte. So this question is, also diese Frage connected to other groups which tut sich Cage mit anderen Gruppen zusammen, die gegen Prevent kämpfen in der UK. Ja, wir arbeiten mit Prevent Watch zusammen, die hervorragende Arbeit machen bei Personen, die gezielt werden. Es gab letztens einen Fall mit einem 8-jährigen Jungen, der in der Schule erwähnt hatte, er fände es richtig gut, was Greenpeace mache. Er fände es super, dass die den Walfang verhindern. Er nehme sie ein bisschen als Ökoterroristen wahr, weil die ihre Gummiboote gegen Walfänge einsetzen. Stunden später wurde er vom Homeland Security aus dem Unterricht genommen und zu seinen Ansichten zum IS verhört. Und es kann nicht sein, dass ein 8-jähriger Junge wegen sowas verhört wird. Prevent arbeitet in Universitäten, in Schulen. Wir arbeiten noch mit vielen anderen, NTAC, MRDF, IRA zusammen. Die Liste geht immer weiter. Mikrofon Nummer 4, please. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hi, danke. Also, meine Frage ist, ich glaube, wenn du möchtest, dass das Verhalten sich ändert, müssen wir wissen, warum dieses Verhalten da ist. Also, wir müssen uns in die Schuhe der Regierung tun. Was ist deren Narrative? Wollen die wirklich einfach nur Leute für Terroristen fangen oder wollen die Wähler haben oder Geld? Was ist deren Direktive? Es gibt einige Probleme und es ist eine sehr gute Frage. Erstens, wir haben einen sehr starken neokonservativen Push in unserer Regierung momentan. Das wird den militärisch-industriellen Komplex ziemlich bereichern. Zweitens, wir verstehen nicht genau, wie Terrorismus wirklich passiert. In den Medien sehen wir Dinge wie, wenn jemand anfängt, seinen Bart wachsen zu lassen oder so ähnliches, liegt der Verdacht schon nahe, dass er dann ISIS, den IS, beitreten wird. Ein Vertreter des CIA hat bestätigt, dass diese Theorie völliger Nonsens ist. Der Terrorismus, dem wir jetzt begegnen, der ist
politisch bedingt. Der ist wie jeder Terrorismus auch sonst. Und Cage sieht Terrorismus als politische Gewaltanwendung. Und das, ich hoffe, dass das seine Frage beantwortet. Und die letzte Frage. Mikrofon 2, bitte. Hi. Vielen Dank. Das ist meine Frage. Danke für euren Talk. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Also, ich glaube, meine Frage ist, als Technologisten, wie können wir euch besser unterstützen, bessere Tools bauen und Tools bauen, die eurer Organisation besonders helfen? Danke. Ich denke, was wir genau jetzt brauchen, ist Rat von Menschen, die Experten in diesem Gebiet sind. Zum Beispiel, es gibt jetzt Software, die in Schulen quer durchs Land ausgerollt wird. Wenn man dort irgendein Keyword eintippt, dann wird man geflaggt. Ich hatte vorhin den Jungen erwähnt mit Greenpeace, wird von der Polizei verhört und unter Umständen sogar von der Familie weggenommen. Als wir herausgefunden haben, dass es diese Software gibt und einige dieser Keywords gehört haben oder Namen auf der Liste für normale Aktivisten, die nicht auf dieser Liste sein dürften, dieses McCarthy-artige System, das erzeugt sofort Probleme für sich selbst. Also was wir versuchten ist, erstmal auszuarbeiten, was die gesamte Liste ist. Wir haben angefangen mit einem Screenshot aus einer Präsentation, in das Programm vorgestellt wurde, und hatten selber keine Ahnung, wie wir mit dem Problem umgehen konnten. Deshalb haben wir, was wir brauchen, ist Hilfe, um genau mit solchen Problemen umzugehen und um herauszufinden und zu untersuchen, wo die Probleme liegen. Thank you very much for this inspiring talk. Vielen Dank für den Talk. Es ist verstörend, aber wir mussten es wissen. Vielen Dank. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags The Price of Dissent.